Einfach durchgehen. Jo. Befehle von Harley Quinn entgegennehmen. Ja, genau dafür habe ich Bibliothekswesen studiert. Ah, das hat sie gemacht. Siehst du, da habe ich mich nämlich noch gefragt, was Barbara Gordon gemacht hat. Ah, hallo Freunde. Guck mal, wie ich mich daran schleichen kann. Hey, ihr Schweine! Lasst sie gehen! Was werdet ihr alle bereuen? Hallo. Entschuldigung, wollte ich gar nicht treffen. Aber zu spät. Bam. Ach, ist schon geil. Lass mich nicht warten. Nee. Bin schon unterwegs. Passen wir gerade so durch. Muss doch eigentlich auch super unbequem sein, so einen engen Anzug anzuhaben. Aus Metall. So, da geht auch schon wieder alles ab. Ich würde gerne von oben wieder angreifen, aber ich glaube, hier ist das gar nicht so möglich. Draußen wird's ungemütlich. Ah. Ich helfe euch mal. Von weitem. Ein bisschen Schaden. Okay, wegwerfen bringt bei denen nicht so viel. Nice. Geil. So. Wollt ihr auch noch? Es war am gelaufen. Besser nicht. Naja, die Finisher sind schon echt cool, oder? So, wir müssen dahin. Ich laufe also erstmal hier, weil es hier so schön urig aussieht. Und irgendwas muss halt vorgefallen sein. Also die Polizisten haben halt Gordon nicht mehr vertraut, der ja jetzt auch tot ist. Deswegen der GCPD halt Batman und die anderen halt nicht mehr so mögen. Und anscheinend die Blackgate-Wächter auch nicht. Was hat mir nicht sonderlich einfacher macht. Bei der Abfertigung war ein Aufzug. Wahrscheinlich bringt er mich in den Keller. Wollte ich gar nicht. Nochmal scannen. Oh lol, wer ist sie denn? Gut aus heute. Mafiosa. Das wird dir nicht gefallen. Oha. Baue Schwung auf, R1 gedrückt halten und. Ja. Ha! R1. Oh Gott! Lass mich doch mal machen! Ah! Cool. Das jetzt immer bei ihm machen. Oh Gott. Ich muss das erst irgendwie wieder aufladen. Autschi. Lassen Sie mich! Meine Güte. Aua. Oh no. Oh no.
Oh no! Wie mies! Oh nein, hat das wehgetan? Ja! Wie mies war die denn? Ich konnte ja nicht mehr aus meinem Taumel da rauskommen. Alter. Hey, Güte. Sieht gut aus heute. So. Gepanzerte Angriffe des Gegners können mit Durchschlagfähigkeiten wie Batarang-Hagel unterbrochen werden. Aber wie lädt sich das wieder auf? Hilfe! Das tat sicher weh. Ja, wahrscheinlich schon. Wie geil. Ah, ich muss diese Dinger wieder werfen. Okay. Jetzt aber. Ja. Ah, jetzt verstehe ich das. Okay. Sie ist fast down. Oh. Meine Güte, Lady, ey. Tja, da war drauf. Okay, was war das? Oh, jetzt sich auch noch wach. Reine Zeitverschwendung. Ja, hier ist nix. Hier ist eine nicht ansprechbare Verdächtige. Mich immer noch, wie ich die Dinger da aktivieren kann. Dem Hacken. Okay. Erquettet muss ich erst. Was soll mit euch? Freischalten. Dreh dich mal um, dann kann ich dich ausschalten. Hm. Naja, komm. Ist da jemand? Jo. It's me. Meine Güte. Hat die eine Beinfertigkeit, ey. So. Haben hier noch irgendwas versteckt? Nee, ich glaube, von hier kommen wir. So, das Healing-Ding nehme ich nochmal mit. So. Nochmal irgendeine Zelle. Na, was geht hier schon wieder ab? Hm. Tschüss! Ja, ich wollte eigentlich einen Luftangriff machen, aber naja. Wenn wir schon mal hier sind. Moment. Mal kurz nochmal mit dem. Ah. Geil. Muss ich jetzt mal häufiger machen. So, einmal aufgeräumt. Noch irgendeine Kiste versteckt. Kiste, Kiste. Oh, hier sind wir, glaube ich, wieder im Anfangsraum, ne? Was ist noch irgendwas dabei? Ist hinter der Mauer. Achso. Ja, hier waren wir schon. So. Einmal da oben rein mit dir. Du meinst, niemand wird uns aufhalten? Nein. Was sollte euch denn aufhalten?
Möglichkeiten sind endlos. Shit. Okay, das sollte man bei dem nicht machen. Down. Meine Güte. So, darf ich jetzt mal bitte weitergehen? Das wäre ganz toll. Mal öffnen. Ja, machen wir das mal. Harley hält Leute gern zum Lachen. Aber sie würde mich nicht ohne Grund herschicken. Was soll ich hier finden? Finde das Archiv. Mal im Katalog nach. Oh je, diese ganze Aktenschränke. Gotham Gazette, 16. August 1847. Grabräuber in Gotham. Die Grabräuberplage geht weiter. Mindestens ein Dutzend Gräber auf dem Friedhof von Gotham City wurden letzte Nacht freigelegt, wie die Gazette erfahren hat. Die Polizei äußerte sich nicht dazu, aber Augenzeugen berichteten, dass sie in zahlreichen Gräbern auf dem Gelände Anzeichen von Verwüstung gesehen haben. Die Nachricht ereilt uns nur wenige Tage, nachdem eine Frau aus der Gegend behauptet hatte, ihren verstorbenen Ehemann nachts die Straße entlang laufen zu sehen. Eine Behauptung, die Dr. Amadeus Arkham auf Hysterie zurückgeführt. Genau. Hysterie. Die Frauenkrankheit damals. So, hier ist schon mal nix. Hey, mir geht die Geduld auf. Ja. Chill mal. Da werde ich rein. Ah, hier ist eine Tür. So dunkel, das sieht man gar nicht richtig. Cyrus Gold. Cyrus Gold, Verbrecher sagen sie, Schurke sagen sie, Mörder sagen sie. Aber bald wird der Frieden mein sein. Am Samstag geboren, am Sonntag begraben, am Montag geboren. Sie haben keine Ahnung. Eine beigefügte Notiz des Wachmanns bestätigt, dass sie tatsächlich keine Ahnung hatten, worüber Gold schrieb. Er starb noch im selben Monat während einer geplanten Verlegung ins Arkham Asylum an einem Samstag. Ha. Okay. Das erinnert mich so ein bisschen an diesen Kalenderman, aber ich weiß nicht, was der war. Oh, ich muss doch das Ding hier angucken. Ah. So, Bonus, finde markierte Gegenstände und untersuche sie. Welche markierten Gegenstände? Da ist noch was. Aha. Danach hat Harley wahrscheinlich gesucht. Ich hab, was Harley wollte. Jetzt muss ich sie nur dazu bringen, mir das Buch zu geben. Was hat das mit Batmans Ermittlungen zu tun? Aber was soll ich denn noch scannen? Häftlingsprofil. Kiste.
Alte Zeitung. Hier ist auch nichts mehr. Keine Ahnung, vielleicht hier noch irgendwo anders. Ist hier noch irgendwas markiert? Keine Ahnung, was man da noch hätte finden können. Ja. Keine Ahnung, was da markiert war. Aber wird hoffentlich nicht so schlimm sein, wenn es nur Bonus ist. Ah, noch eine Kiste. Ich frage mich, was Harley gerade mit dieser Akte vorhat. Keine Ahnung, was Harley denkt. Aber sie hat sicher ihre Gründe. Was ist denn hier schon wieder los? Oh nein, nicht schon wieder so ein Weib. Ah, ah, komm. Let's go. Eine Sekunde lang allein lassen. Bam. Nein, ich will nicht hingucken. So. So, Hals. Wir kommen zurück. Oh Mann. Wie viele Leute hier ausgebrochen sind. Was ist denn hier los? Alter, ich helfe dir gerade. Meine Güte. Immer diese Undankbaren. Oh, wie alles schon brennt, ey. Unterwegs. Ganze Boden auch schon voll geschmiert, ey. Oh Mann. Alter. Ihr wisst schon, dass ihr alle eure Betten verbrennt gerade? Oh Mann. Gib her. Aber wie kann ich das jetzt zu dir bringen? Oh, ich weiß.
Wunderschön. Du musst echt immer alles kompliziert machen. Dachte schon, sie will, dass ich die Tür aufmache. Sehr schön. Wo sie das Ding auch immer her hat. Sei nett. Oh, na toll. Wait. Ich merk schon. Ah. Oh Mann, wie geil. Oh, es geht schon los. Die Musik ist ja geil, ey. Oh, das ist die Dicke wieder. Zwei Dicke. Oh Gott, Lady. Ein bisschen Abstand, bitte. Geiler Remix. Oder Remake. Ah! Komm schon! Na, müssen noch mal springen. Endlich. Moment, ich will das Heal-Ding aufsammeln. So. Wo ist das Floaty? Ah, es hängt da fest, okay. Ich hab's schon wieder ganz aus den Augen verloren. Ah, natürlich ist da eine Bombe drin. Okay. Ein süßer Knall. Kein ich springe ganz Black Gate in die Luft Knall. Top Secret. Also,
eigentlich haben wollen? Wer ist Bernie? Bernie Sanders? Was bleibt weiterhin mysteriös? Hahaha, ha, ha. Sehr witzig. Cool, ey. Dann hat auch Spaß gemacht. Erreicht den Glockenturm. Wie lange hast du diese Nummer schon? Oh, mach dir da keine Sorgen. Du sollst wissen, dass du mich bald wiedersehen wirst. Hm. Okay, tschüss. Sie gerade. Ja. Aufgelegt. Ja. Unser GCPD ist natürlich auch wieder am Start. Der ganze Blackgate brennt einfach. Wie haben die das überhaupt hingekriegt, ey? Oh Mann. So, dann verpiss ich mich mal. War schön mit euch. So. Schwing mich mal hier durch die Grenzen. Sicherheitshalber. Oh, hier ist die Iceberg Lounge. Ich habe mich schon gefragt, wo die ist. Sieht ja auch sehr cool aus. Können wir bestimmt auch noch mal irgendwann reinkommen. Können wir auch mal von näherem angucken. Ist nur die Frage. Dann schwing mich erstmal darüber. Darf ich rein? Ich bin ein VIP. Oh, hallo. Der schleicht. Nee, glaube nicht. Schade. Ich komme bestimmt noch mal rein. Brecher habe ich hier noch nicht gesehen. Nee, hier komme ich auch nicht rein. Na gut. Ich wette, wir sehen uns später noch. So. Aber bevor wir fahren. Gut, hier in der Nähe sind halt noch ein paar böse Burschen am Start. Unter dem Club irgendwo. Neonic Nightclub. Mhm. Da kommt aber nicht rein. Muss wohl oben sein. Oder dahinter. Mhm. Na dann. Bam. Wärst du schlau, würdest du abhauen. Bam. Na komm schon, Dickerchen. Ausweichen. So, geht doch. So, was haben wir hier angezündet? Ach, ein GCPD-Wagen natürlich. Was auch sonst. So, rauf da mit dir. Big Belly. Gotham City's Best. So. Irgendwas hat man hier drüben noch. Angriff auf Zeugen. Hindere die Kriminellen daran, den Zeugen zu erreichen. Mal gucken. Aber liegt ja auf dem Weg.
Aus dem Weg. Oh. Ganz knapp. Noch bremsen können. Brauchen Einheiten Nähe Forth und Grant. Es gibt Hinweise auf kriminelle Aktivitäten. Da sind noch eine Menge. Mal schauen, ne? Nicht ins Feuer rein. Boah, richtig herausgezogen noch. Boah. Alright, ich muss mal hier kurz ein bisschen raus. Warum kommen denn hier immer mehr? Können wir was machen? Oh, der war gut. Voll in das Stromfeld rein. Ich sehe jetzt erst, dass es die zweite von drei Wellen ist. Shit. Endlich. Einer down. Endlich. Halleluja. Ah. Ich werde nicht mehr zurückkommen. Anstrengender Kampf hier. So. Ich gehe mal lieber wieder hier hinten raus. Hier ist es nicht sicher. Gotham City Shopping Center. So. Ich könnte dir wohl aus dem Weg gehen. Naja, solange du mich nicht verprügelst, kannst du auch in meiner Nähe bleiben. Obwohl, besser nicht. So.
Aber der Turm ist gerade nicht mehr markiert. Aber wir können eigentlich auch eine Schnellreise hinmachen. Why not? Ein Verbrechen verhindert. Yay. Ein Bürger gerettet, ein Polizist gerettet. Cool.